Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Ja, jetzt kann ich es eigentlich wieder sagen. Beziehungsweise Scharfschütze. Ich habe hier noch ein paar H2s, die wollte ich eigentlich rauswerfen. Habe ich aber vergessen. Ich habe gedacht, ich mache heute mal wieder Glanz in der Dunkelheit weiter, weil, ja, mal gucken, ob sie es diesmal besser gepatcht haben. Ich bin gespannt. Ja, da nicht. Obwohl, doch da. Ja, ich werde euch jetzt im Ladebildschirm noch etwas weiteres erzählen. Und zwar, und leider sind keine weiteren Informationen zur Gilde gekommen. Meine Gilde wurde ja gehackt. Habe ich ja im letzten Video erzählt. Also bitte unbedingt letztes Video schauen, da erkläre ich das genauer, was ich meine mit gehackt. Also sie wurde wirklich richtig von irgendeinem Spasti gehackt. Also so hat es mir zumindest Kalogi erzählt. Ich war da leider zu dem Zeitpunkt nicht online. Also ich kam erstmal beim. Ich kann euch das mal erzählen, wie die Reaktion war. Ich kam mit Shadow Girl als erstes mal online. Und vor allen Dingen habe ich vergessen, die Post abzuholen. Toll. Wo ist hier denn? Achso, das Ding lädt noch, okay. So. Also ich kam mit. Was ist das hier? Oh Gott, dieser dumme Kristall. Ich krieg den echt nicht los. Aber ich verschenke das nicht. Das ist immer derselbe Kram, den ich immer wieder zurückhole, weil ich ihn einfach nicht verkauft krieg. Wie viel Geld haben wir? Ja, passt. Ja, und zwar, ich kam erstmal mit dem Charakter online, habe erstmal in die Gildenbank geschaut und da habe ich dann schon gedacht, okay, warum fehlt da plötzlich so ein paar Millionen? Hab da aber erstmal nichts Böses gedacht. Ich dachte, das wäre Kalogi vielleicht gewesen, da wollte ich nachschauen, wer das rausgeholt hat. Und dann habe ich gemerkt, dass das Kassenbuch ebenfalls blockiert war. Dann habe ich gehofft, dass irgendwann Avadol oder Kalogi halt je nachdem mal online kommt. Habe ihm das auch mal geschrieben, dass er online kommen soll, beziehungsweise ich habe einfach geschrieben, dass ich online bin. Und da kam er dann zum Glück. Und dann habe ich ihn gefragt, mal, was ist mit der Gildenbank los? Warum fehlen da? Warum habe ich jetzt das jetzt für 500.000 verkauft? Warum fehlen da plötzlich 800, warum sind da plötzlich noch 2 Millionen drin? Hat er gesagt, ja, irgend so ein Spasti hat die Gilde irgendwie gehackt. Und dann habe ich mich dann erstmal schon gewundert, habe ihn dann direkt auch in eine, beziehungsweise er hat mich eingeladen. Nee, er hat mich zuerst eingeladen, dann hat er mir das erzählt. Ich war schon im PvP drin. So viel Pech habe ich nun mal. Also da wisst ihr schon mal, da sage ich euch genau, warum ihr keine eigene Gilde gründen solltet. Wenn ihr eine andere Gilde kennt, die sowieso besser ist. Also ich habe das jetzt bloß gemacht wegen euch. Für euch, für die Community habe ich das ja bloß gemacht. Jetzt nicht einfach nur, weil ich Bock hatte. Also einfach nur für die Community, dass wir für uns eine Gilde haben. Aber dass die dann direkt schon nach einer Woche gehackt ist, das ist echt scheiße. Und ich hoffe mal, dass dieser scheiße Sveto-Support... nein, nicht scheiß, geiler, hoffentlich geil. Also wenn er das hinkriegt, dann ist es echt geil. Die haben mir schon oft geholfen und mir auch viele Probleme schon gelöst. Ja gut, nicht viele, ich habe ja bisher erstmal 2 oder 3 gehabt. Gut, einmal das mit der Anpassung und das mit den Kisten und sowas alles. Also was hatte ich noch? Hatte ich noch irgendwas? Ich hatte mehrere Tickets. Egal. Auf jeden Fall haben sie mir das ja alles schon, ja, alles auch schon gelöst. Genau, das mit dem Gespräch war noch, das ist das Gespräch für Bakhtua. Aber zumindest, das haben sie mir alles gelöst. Ja gut, jetzt mit dem Gespräch jetzt nicht direkt, das haben sie in einem Patch gelöst, hoffentlich. Hoffe ich jetzt mal. Sonst schreibe ich direkt wieder ein Ticket, wenn ich es könnte. Aber ich vertraue, aber im... Wie ist der jetzt? Scheiße. Vollidiot, kannst du nicht mal einen Namen merken? Kannst du nicht mal einen Namen merken, ey? Mann. Oh, Alter, wie ist der? Kalogi, genau. Oh, hoffentlich... Ich hoffe mal, dass er mich jetzt hier nicht irgendwie nicht angelogen hat. Also ich, eigentlich vertraue ich ihm. Aber mal gucken. Weil das kann ja nicht sein. Er wird ja sogar in der Gilde als Gildenmeister angezeigt. Aber er hat mir erzählt, er will mir auch noch Screenshots schicken. Beziehungsweise ich habe ihm gesagt, schick mir bitte ein paar Screenshots. Will er mir auch noch irgendwie machen. Ich hoffe mal, dass er es irgendwie hinkriegt. Muss man ja im Prinzip eigentlich bloß irgendwie ins Internet hochladen und dann den Link schicken. Dann kann er sich auch wieder löschen, wenn ich sie runter für mich geschaut habe und runtergeladen habe und was weiß ich was. Ich verstehe es nicht. Das macht echt keinen Sinn. Also, ja. Ich mache jetzt erstmal nochmal kurz einen Aufnahmestopp. Ah, ne. Achso, ist eh verbuggt. Okay, mach ich erstmal einen Aufnahmestopp. Ah, ne, doch nicht. Mache ich doch keinen Aufnahmestopp. Habe ich die ganzen 2 Minuten wieder Ladebildschirm immer erst durchgelabert. Auch nicht schlecht. Vielleicht sollte man die Mission anzeigen. Wäre vielleicht eine Idee. Allianz. Und wo war die jetzt? Natürlich nicht da, wo ich bin. Ach, komm mal.
mal hier. Ich bin jetzt deswegen auch sehr, sehr skeptisch mit dem Einladen. Übrigens, als ich habe ihn übrigens auch nochmal angeschrieben, soll ich mal alle Ränge auf Rekrut stellen? Und da ging es auch noch. Da ging es noch, den Ränge einstellen. Und als er mich da angeschrieben hat, stell mal alle Ränge auf Rekrut, wollte ich das dann machen. Und dann ging es einfach nicht mehr. Ja gut, es war klar, dass er ablehnt. Also das fand ich echt... Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Star Wars ist ja sowieso schon frech zu Free-to-Playern, aber... Die so frech sind, hätte ich echt nicht gedacht. Also gut, ich gebe jetzt hier nicht 100%ig Star Wars so Old Republic die Schuld, aber... Die müssen schon dafür sorgen. Und vor allen Dingen, ich finde das einfach nur eine Frechheit auch, dass man den Support als Free-to-Player gar nicht nutzen kann. Also dass man nicht zumindest mal schreiben kann, ja... Der Spieler hat das und das gemacht. Man kann ja basically nur reporten direkt und man kann ja auch hier nichts ändern hier. Genau, hier, die zwei Tickets gehören zusammen. Ich wusste nicht, wie man Antworten macht, deswegen habe ich es einfach so gemacht. Das war sogar das Einzige, was möglich ist. Sehr gut, Casino-Events nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nochmal kommt. So. Also jetzt fange ich mal auf zu labern und sprechen jetzt einmal mit dem glänzenden Jedi-Mann. Für die Unterhaltung musst du Blitz gerufen haben. Okay, N. Blitz, wo bist du? Blitz, 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 da. Wir sehen uns. So, mal gucken, was jetzt funktioniert. Wehe, es funktioniert nicht. Ja, also. Oh, Blitz sieht Jedi-Bahn. Ja, toll. Super. Hey, Jedi-Mann, ihr müsst treffen, Freund. Ich sagte doch, dass ich beschäftigt bin. Ich habe keine Arbeit mehr für... Moment. Auf mich ist doch kein Kopfgeld ausgesetzt, oder? Ich verstehe ja, dass der fremde Abschaum es nicht kapiert. Aber ihr solltet es besser wissen, als die Wünsche eines Sith zu ignorieren. Warum stört ihr Lord Strutchen? Wer ist Lord Strutchen? Corriban muss ein Mon Calamari sehr ungewissen wissen gewesen sein. Ich bin sicher, dass sie dort zu einem Ausgleichensiff gereift seid, Lord Strutchen. Das ist der glänzende Mann von Chevesas Region. Halten Sie mich für eine Närrin? Was? Nein! Das würde ich nie denken. Ihr seid wichtig, das sieht man. Ich sollte eure Zeit nicht verschwenden. Ich gehe wohl besser. Ja. Ja, natürlich. Lass dich nicht davon täuschen, dass ich keine Ohren habe. Ich lausche trotzdem jedem Wort. Beantwortet mir die Frage. Seid ihr wirklich machtsensitiv? Wir hatten einen guten Start. Keinen guten Start. Blitz hat euch so gelobt, also würde ich euch treffen. Das ist alles. Ich habe genug gesehen. Das war meine reine Zeitverschwendung, Blitz. Ja, das ist wirklich so. Ich habe es aber nie wirklich genutzt. Dabei möchte ich es unbedingt. Ich wollte es schon immer. Aber das Leben als Jedi? Moment, wartet. Spulen wir noch einmal kurz zurück zu dem Teil, bevor der Jawa seinen Mangel an Sensibilität gegenüber feuchtigkeitsabhängigen Wesen ausdrückte. Dieser glänzende Mann soll wichtig sein? Respektiert? Ich dachte, ihr wolltet nicht reden. Vielleicht. Alles, was wir bis jetzt wissen, ist, dass eine Wurstmisterin glaubt, dass er uns helfen kann. Was ihr beides nicht seid. Oh, also das klingt schon ziemlich wichtig, wenn ihr mich fragt. Ja, ich bin wichtig. Es ist nur, was, wenn das Schicksal nun wirklich endlich mal bei mir anklopft? Nach all den Jahren an den falschen Türen? Und wenn es dann da ist, erwartet natürlich niemand mehr eine Reaktion. Ich wollte den Gedanken gerade aufgeben, mich wieder ausbilden zu lassen. Und dann taucht ihr auf. Ja, ich bin halt gut, ne? Schön, dass ihr euch jetzt nochmal anders überlegt, aber deshalb bin ich nicht hier. Wieder? Wie oft habt ihr es denn schon aufgegeben? Ich brauche keinen Versager, der aus der Jedi-Akademie geworfen wurde. Habt ihr schon mal daran gedacht, dass ich euch vielleicht zeigen soll, wen ihr sucht? Wie ein mystischer Führer? Ich sollte euch zu meinem Meister bringen. Wenn ich schon mal hier bin, vielleicht ist an der Sache ja wirklich was dran. Wenn er so fähig ist wie ihr, dann spare ich mir das. Es ist nicht weit. Ihr werdet es nicht bereuen. Das schwöre ich bei meiner Jedi-Ehre. Hoffe ich.
finde Guess Machtmeister. Wo sind die? Ja, nicht weit. Ich muss mit dem Taxi fliegen. Toll. Ach, jetzt ist er sogar noch gefährdet. Das ist ja geil. Deswegen wird dann erstmal die Gilde erstmal inaktiv bleiben und jetzt auch nicht mehr angefasst werden von mir. Also ich werde jetzt gar nichts mehr umstellen, erstmal bis das alles geklärt ist. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Alle sind auch alle Credits, die in der Gildenbank waren, ist auch gesichert und alle Gegenstände auch. Sind ja alle bei mir. Wenn ihr davon was haben würdet, müsst ihr mich übrigens einfach anschreiben. Dann gebe ich sie euch auch gerne. Ich muss euch aber natürlich auch vertrauen. Nicht Spaß. Aber dann kann ich das zumindest so machen. Ich kann da noch Items, das kann man ja zum Glück als Free-to-Play verschicken. Kann ich euch das so auch geben. Aber Credits sind erstmal, werden gar nicht, bitte zahlt auch nichts mehr in die Gildenbank ein dort, bis das alles geklärt ist. Ich werde dann ein Infovideo machen, wenn das alles wieder vernünftig ist und wieder funktioniert. Und wo muss ich denn jetzt hin? Was? Da lang? Guck mal, hier ist ein Gleiter. Wo fährt der mich denn jetzt hin? Ein öffentliches Taxi. Dann benutzen wir es doch mal. Das öffentliche Taxi kann dich zu verschiedenen Orten bringen. Hat uns großes Meisterreisen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ach schade, man hat gar keine Animationen. Das ist ja doof. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Kommt man hier rüber so hin? Ja. Apartmentausgang. Okay, da bin ich jetzt. Ich würde sagen, weitermachen wir erst in der nächsten Folge. Denn es soll ja spannend bleiben. Bis bald. Ciao.